Okay. Darf ich gegen euch kämpfen? Wird lustig. Hey Leute, wie geht's euch? Hm? Eindringlinge, welch Glück für euch, dass ihr direkt in unseren Übungsraum gelandet seid. Fangt sie! Ja. Einer allein. Mhm. Naja. Ah, zu spät. Mist, Mist, Mist. Diese Steine da, die hier habe ich jetzt zwei eingesammelt, einen roten und einen blauen. Dazu kommt gleich dann noch ein gelber und mit denen komme ich dann zu Dole. Da muss ein kleines Rätsel lösen. Und ich glaube, so viel darf ich schon mal sagen. Ja, ja, das ist ja nicht ein indirekt, das ist kein Spoiling, wie zum Beispiel die Welt wird untergehen oder sowas. Diese Kerle sind einfach unglaublich. Danke, ich weiß es. Denkt nicht darüber nach. Wir sind Sandor, Alter. Also besiegt sie. Pff, Pfeife. Ich fress euch zum Frühstück. Haja. So. Ich frage mich, ob man hier im Schloss auch leveln kann. Wir haben ja gesehen, die zwei Schiedsrichter Level hoch. Uiuiui, die zwei Schiedsrichter am Aufzug. Huch, ich bin der Letzte. Aber ich werde nicht aufgeben. Die sind ja auch so wieder erschienen. Und da frage ich mich, ob ich hier leveln könnte. Wenn ja, dann mache ich das offscreen. Bis Zusätze hochschrauben. Vielleicht noch Schana ein bisschen. Muss ich mir überlegen. Juhu, der Letzte. Moment. Ne, das habe ich falsch gesehen. Gut, das haben wir. Ich Idiot, hab's gar nicht gesehen. Ah, ich hab's viel zu schnell weggedrückt. Da hat es nicht ein Level aufgestiegen, also erst ein Dragoon Level aufgestiegen. Oh yeah! Geil! Da ist schon Dragoon Level 4. Ach, Idiot, hab das gar nicht gesehen. Bin ich denn hier nie? Oh, den kennen wir doch von irgendwoher. Oder? Du bist hier, das Mädchen aus Seelis. Du sagst es. Hä? Du sagst das Mädchen aus Seelis? Du hast mich nach Helena entführt. Richtig, ich bin derjenige, der Seelis auf Befehl von Kaiser Dole angegriffen hat. Du hast also alle umgebracht? Frugals treueste und brutalste Einheit war dafür verantwortlich. Ich würde niemanden so grundlos töten lassen, wenn sie... Wie dem auch sei, es ändert nichts daran, dass das Sandora-Reich Seelis niedergebrannt hat. Wenn du deine Heimat rächen willst, dann zieh dein Schwert gegen mich, aber bitte erfüll mir deinen letzten Wunsch.
Seine Hoheit Kaiser Dol hat sich nach dem Besuch eines Mannes namens Lloyd sehr verändert. Er muss Kaiser Dol irgendwie verhext haben. Vielleicht durch ein dämonisches Wort, das sein Verlangen alles zu besiegen entzündet hat. Ihr habt es bis hierher geschafft, vielleicht schafft ihr es auch das. Ich bitte euch, entzaubert Kaiser Dol, weckt ihn auf. Verstehst du überhaupt, was das bedeutet? Ja, wenn ihr das vollbringt, ist die Herrschaft Sandoras beendet und vielleicht werden wir sogar von Basil besiegt. Das Ergebnis wird das gleiche sein, wenn die gegenwärtige Unterdrückung Kaiser Dols weiter besteht. Auf diese Weise geschieht alles nur schnell und wir können unsere Leute von dem Elend befreien. Es gibt solch einen Mann in Sandora. Lawitz wäre froh, das zu hören. Seid ihr also dabei? Deswegen sind wir hier. Ich bin erleichtert, das zu hören. Und jetzt nehmt das mit. Gelber Stein. Was ist das? Das ist der Schlüssel zu Kaiser Dols Kammer. Beeilung, wir haben keine Zeit. Es gibt nichts, was ich noch tun kann. Ich bitte euch, weck Kaiser Dol auf. Ja klar, ich gebe ihm gerne irgendwie einen Klaps auf den Hintern oder so, dass er mal wieder aufwacht. Das mache ich doch gerne. Hier geht's runter. Hey, Wache, wo geht es hier lang? Okay. Das war eine komische Antwort auf die Frage, wo geht es hier lang? Aber naja, hey, Dart Level 4, also Dart Dragoon Level 4, es geht extrem schnell. Ha! Ich hab's nicht mal realisiert. Ah ja. Ja, gelernt hat er nichts Neues. Das kommt dann mit Level 5, soweit ich weiß. Aber der Zusatz ist drauf. Sehr schön, Level 4. Oh ja. Der Kampf gegen Dol wird einfach. Ha. Oh yeah. So noch Rose bitte. So. Okay, wo geht es hier rauf? Upsi. Sorry, das war ein Missverständnis. Ich glaube, ich habe mich im Raum geirrt. Ha, kennen wir den nicht? Also so die Art. Peaks. Sandora Elite. Ah, Hoax, ha? Ah, zu früh. Mist. Oh, das macht schon viel mehr Schaden. Wieso hat es vorher bei den anderen nicht so viel Schaden gemacht? Ganz einfach. Dart hat jetzt das die Hitzeklinge. Und die macht Feuerschaden. Und was machst du jetzt? Bohohoho! Junge, ganz ruhig. Oh, ouch. Die Hitzeklinge macht zusätzlich Feuerschaden. Und die anderen zwei, sind der Höllenköter und die Sandroa-Wache da, die waren ja Feuerelementar, das heißt, die nehmen weniger Schaden. Totaler Angriff! Uh-oh. Heilige Scheiße!
Kollege, jetzt hast du ein Problem mit mir. Und ja. Das Beste wäre natürlich jetzt, wenn irgendwie so ein Wasser Gegner käme, also Gegner mit dem Grundelement Wasser. Da würde dann Dart abgehen. Oh ja. So, geht es denn hier hin? Okay. Ich habe keine Ahnung, ich bin total verloren. Naja, mal hier einsteigen. Kann nicht schaden.